Hallo Leute, Louis hier. Und zwar, wie geht's euch erstmal? Ich habe hier einen Duft, ja. Ich habe hier einen Duft, Leute, der ist Weltklasse. Da habe ich gerade zu Ende performt auf Englisch. Der muss für euch da sein. Leute, das ist eine High-Quality-Nischen-Fragrance, also Brand. Ja, es ist auch ein Nischen-Brand aus Italien, Leute. Weltklasse. Ja, dieser Duft, ja, der ist Weltklasse. Also, ich glaube, wenn ich 10 Düfte haben könnte in meinem ganzen Leben, da wäre, glaube ich, der Arrakis von Tiziana Terenzi auf jeden Fall dabei. Schaut mal hier, bei mir geht leider die Abfüllung aus und ich bin am Überlegen, ob ich mir den hier besorgen soll. Ja, das Problem ist hier, ich bin auch auf der Suche nach einem guten Dupe-Hersteller, ja, der irgendwie ein bisschen nah rankommt. Habe ich noch keinen gefunden, sage ich euch ehrlich, denn Tiziana Terenzi und vor allem dieser Arrakis hier, der ist Weltklasse. Ich kann euch sagen, an wen der hier ähnelt. Ja, der ähnelt ein bisschen den Collant Tonka Imperiale, dass ihr ein bisschen auch wisst ungefähr, in welche Richtung der geht. Der ist würzig, der ist holzig, der ist mega süß, der ist Weltklasse, Leute. Weltklasse. Und sagen wir mal so, zu 30% hat er auch eine kleine Ähnlichkeit zum Mancera Red Tobacco. Okay. Ist auch Weltklasse-Duft, ja. Aber Leute, ich sage euch eins, der ist unique. Der ähnelt ein bisschen. Nur, dass ihr wisst, wohin er geht, ja, die Richtung. Aber was hier, Leute, was hier Tiziana Terenzi, der Brand hier mit Arrakis geschaffen hat, Leute, bombastisch, Leute, bombastisch. Das ist ein mega Beast Mode. Das heißt, hier zwei, drei Sprüher, Leute, ihr duftet den am nächsten Tag immer noch. Ja, also, das ist Weltklasse. Das heißt, das einzigste Problem ist halt hier und vielleicht auch eine Überlegung wert. Ja, 400 € kostet hier 100 Milli. Da muss ich ehrlich sagen, echt hart arbeiten, um an den ranzukommen. Ist aber auch nicht schlimm. Denn entweder ich hole es mir hier ein Original und ich warte noch ab. Ich habe mitbekommen, dass Eclat oder auch Vabel sich damit neue Düfte gerade auseinandersetzen und ich hoffe, dass mal Tiziana Terenzi dazukommt, vor allem Arrakis. Okay, ob die da dran 100% kommen, weiß ich nicht. Ja, Tiziana Terenzi ist wirklich ein High-Quality-Nischen-Duft. Ja, vor allem der hier, der Arrakis, Leute. Pff. Das ist ein Winter, das ist ein Herbstduft. Tragt den ja nicht im Sommer oder im Frühlingszeit. Leute, die Leute, wo euch umgeben, die werden euch killen wollen, 100%. Denn ganze Aufmerksamkeit richtet sich durch diesen Duft nur auf euch, definitiv. Hohe Qualität an Ingredienzen, Leute. Das ist ein Unisex-Duft für beide Geschlechter tragbar. Ja. Bergamotte, Tabak, Patchouli, Oud in der Base hier, Leute. Aber in so einer hochqualitativen Form. Ich glaube, habt ihr wirklich selten sowas geduftet. Ihr wisst ungefähr, ja, Richtung Tonka Imperiale, ein bisschen Richtung Red Tobacco von Mancera. Okay, also dann wisst ihr ungefähr die Richtung. Das ist ein süßer, das ist ein holziger, das ist ein würziger Duft. Ja, Weltklasse. Ich liebe den wirklich sehr, 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 sehr. Gebt mir Bescheid, ob ihr den kennt. Bevor ihr einen Blind Buy tätigt, Leute, hier 400 € ist wirklich nicht wenig, das muss man schon sagen. Schaut, ob ihr vielleicht in der Community eine kleine Abfüllung bekommt oder so. In der Community ist es aber auch so, dass dort die Abfüllung nicht ganz so günstig ist. Das sage ich euch schon im Vornherein. Ich glaube, 2 Milli liegt bei 10 €. Deswegen, das ist wirklich eine Investition, die ihr dann nehmen sollt zum Schnuppern, ja, ob er euch gefällt oder nicht. Wenn ihr die 400 € investiert, habt ihr wirklich eine High-Quality-Nischenduft, definitiv. Ja. Schaut mal im Internet auch nach dem Flakon, der sieht wirklich sehr elegant aus, ganz toll. Aber das, was wichtig ist, ist hier die Ingredienzen und die sind high-qualitativ. Leute, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich sag schon mal, ciao, Belli.